Okay, das ist richtig hardcore ekelhaft, Leute. Es ist richtig hardcore ekelhaft. Bäh. Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in der zweiten Folge von diesem Game hier. In der letzten Folge haben wir gegen mehrere Spinnen gekämpft und gegen zwei Typen, die hier jetzt aufgetaucht sind. Ich bin gespannt, ob wir die nochmal sehen werden, aber ich denke schon. Und ich bin auch gespannt, ob mir... Lol, jetzt hat das hier aufgehängt oder was? Ja, geil. Ja, das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie ich die wegkriegen kann, so, ne? Ich meine, ich kann versuchen, die zu triggern und dann wieder wegzurennen, aber... Erwischen würden sie mich so oder so? Eine zumindest. Hä? Lol. Vielleicht gibt es da so einen Spalt in der Mitte. Lol, gibt's halt wirklich. Hä? Wie geil. Hier hoch, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, hopp. Nein, jetzt hat er... jetzt hat er das Seil weggezogen, ja moin. Och nö, jetzt muss ich es hier nochmal machen, oder was? Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwie schafft, die einzuholen. Ja, aktuell komme ich noch nicht an sie ran, ne? Ah, schieben, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Nein? Oh Gott. Jetzt kann die auch ins Wasser, oder was? Oh nö. Okay, das heißt, ich kann über das zweite Ende drüber springen. Ich muss die hier nur ganz schnell reinschieben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das schaffst du. Bin gespannt, wie weit die mich verfolgt, ne? Nein, ich hätte das hier auch schieben müssen. Oder ich muss sie draufstehen lassen und kann dann springen. Als ob die da sogar weiterläuft. Willst du mich verarschen? Das ist echt ein dummer Wettkampf jetzt, ne? Jetzt muss sie mit einem Fuß da draufstehen, damit ich dann rüberspringen kann. Ja, das funktioniert. Ah, okay. Oh Gott. Ja, 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 ja. Renn, 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 renn. Jo, aber Leute, wir haben es geschafft. Yay. Scheiße, war das ein Kampf, Alter. Kann ich einfach rein oder kommt hier wieder so eine Kugel? Weil hier ist wieder so eine Mulde.
Run, boy, run, boy, run, run, run. Es ist auch irgendwie komisch, dass sich immer nur Menschen und Spinnen abwechseln. Ach ja, lol. Hier komme ich nicht drüber. Okay, krass, da war kurz der Sound weg. Ich kann über das Ding drüber. Ich kann es auch schieben. Bäh. Okay, das ist richtig hardcore ekelhaft, Leute. Das ist richtig hardcore ekelhaft. Bäh. Warum? Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr überleben müsst, dann würdet ihr das auch machen? Nein, nicht runterspringen. Ja und hä? Wie kriege ich die jetzt lose? Muss ich auf den einen drauf springen oder? Ja. Ich hatte recht. Geil. So eine Mechanik ist echt cool. Das finde ich nice. Oh ne, jetzt kommt wieder eine Spinne, oder? Ich finde es komisch, dass dieser Typ nicht schwimmen kann. Aber es ist auch noch ekliger, dass ich diese Leichen als Trittbretter benutzen muss. Kann ich hier drauf? Nein, kann ich nicht, lol. Hä, ist der Typ dumm? Da kann ich schwimmen und geht einfach. Das muss man nicht verstehen, oder? Das muss man wirklich nicht verstehen. Okay, was kommt hier runter? Junge, das überlebe ich nicht, wenn ich hier reinspringe. Habe ich doch gesagt. Aber ich könnte es versuchen, so eine Leiche reinzuziehen. Leider, dieses Game ist mehr als nur widerlich, ja? Dass sowas funktioniert, das ist einfach. Bäh. Auch ein bisschen menschenverachtend vielleicht.
Was ist das da oben, Alter? Dieses Spiel schafft es wirklich immer wieder, den Gruselfaktor noch mehr hochzusetzen. Ja, genau. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier vorhin diese Leiche mitnehmen kann, aber ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Kann ich den Typ mir packen? Nee, keine Chance. Und dass sich das Ding hier irgendwie trigger, funktioniert auch nicht, wa? Als ob! Hier ist es jetzt genau andersrum, ja? Hey, lol, Alter. Was soll das? Ah, jetzt bin ich wieder an der Falle, okay. Ach so, ich hab's verstanden, wie es funktioniert. Diese komischen Typen hier, die haben keinen Plan von der Falle und die kann ich aber umnieten, indem ich sie in diese Presse reinhaue. Das heißt quasi, ich muss hier hin, dann wieder zurücklaufen. Der erste von denen fällt da rein, dann muss ich hier über diese Falle drüber springen. Und hier durch. So. Und der geht jetzt drauf, weil er die Falle vercheckt hat und... Exaktamente. Geil. Die war auch cool, die Falle. Und hier geht eine Leiter runter oder ich spring geradeaus drüber. Was passiert hier? Das hätte ich sogar mal irgendwann machen müssen. Oh, jetzt habe ich aber nur geringe Zeit, oh Gott. Schnell runter, schnell runter, schnell runter, schnell runter. Halt den immer mit. Komm, 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 schneller, schneller, schneller. Wie? Ich kann da nicht rüber. Willst du mich verarschen? Ja, okay, wenn er mir nichts bringt, dann schieben nicht wieder zurück. Also ich muss hier anfangen, hier die eine Falle hochzuziehen. Dann ganz schnell nach unten. Komm, 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 runter, 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 runter. Ja, perfekt. Und verkackt. Okay, leider letzter Versuch für heute. Rennen, 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 runter, Richtungswechsel, komm, komm, komm. Bist du langsam, kleiner Mann, du bist zu langsam. Links, rechts, links, rechts. Hopp. Hoch, 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 hoch. Und jetzt ab.
Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Wie? Okay, das war weird. Ih, was sind denn das für Würmchen, Alter? Ja, komm, 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 komm. Hä? Ich kann nichts machen, Leute. So Leute, ich habe dieses Level noch kurz gemacht und zwar ging es darum, ich hatte ja dieses weiße Würmchen auf dem Kopf und dann hat es immer versucht, das Würmchen mich zu killen und jetzt habe ich es aber geschafft, die Box dahin zu stellen und da hochzuspringen, sodass diese Viecher hier oben quasi dieses Ding von meinem Kopf runter snacken konnten und dadurch konnte ich dann einfach weiterlaufen. Und er hat nur die halbe Gehörmasse aufgefressen. Oh, jetzt kommen wir wieder an irgendwelche Maschinen. Okay. Was bringt das? Ah, lol. Aber warum regnet es jetzt, hä? Muss ich das jetzt verstehen? Aber Leute, ich würde sagen, nach diesem Test hier ist dann auch quasi schon die Folge zu Ende, weil kann man loslassen. Weil diese schon viel zu lange geht. So, einmal hier in die Mitte reinstellen bitte. Perfekt. Dann können wir nämlich auch noch hier raushüpfen. So, und dann einmal zu machen bitte. Wie dieses kleine Viech so viel Energie erzeugen kann, das ist natürlich schon sehr bemerkenswert, muss man sagen. Hopp. Wunderbar, damit hätten wir diese Apparatur auch geschafft. Ja, liebe Leute, und an dieser Stelle ist dann auch die heutige Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button ein. Teilt das Video auch gerne mit Freunden und Verwandten und lasst gerne mal einen Kommentar da, ob ich das jetzt weiter zocken soll oder ob wir das im Stream fertig machen sollen. Und und ja, an dieser Stelle, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.